Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind Coco und Tom und reisen mit unserer Fellnase Kuba durch die Welt. Unterwegs leben wir im Krümel, der früher ein LKW im Katastrophenschutz beim THW gewesen ist. Nachdem wir ihn selbst umgebaut haben, ist er jetzt unser Zuhause für unterwegs. Kommt gerne mit! Hallo Leute, in diesem Video verlassen wir den Klickerstrand wegen dem Unwetter, fahren dann schnell an die traumhaft schöne Buka Beach. Dort treffen wir unsere Freunde aus Estland wieder und dann gemeinsam die Kuulilimnjo-Wasserfälle zu besuchen. Es wird wieder spannend, seid dabei, bis gleich. Frühstück nach einer stürmischen Nacht. Ich versuche mal das Fenster scharf zu kriegen, weil der Ausblick, der ist wirklich super. Guckt euch das mal an, wenn man morgens so frühstückt. Ist doch ein Traum. Ob wir da wohl durchkommen? Oh. Guck mal, das sieht aus eigentlich nur wie so ein Fahrradweg. Guten Morgen, wir stehen am Buka Beach. So halb noch auf so kleinen Steinchen, weil ich keinen Bock auf Sand hatte. Das ist echt übel. Dieser feine Sand, der hängt einem überall. Es ist ziemlich verlassen hier. Ich denke, während der Saison ist hier knallevoll. Gerade haben wir Freunde wieder getroffen, die wir in Estland kennengelernt habe, die PS-Camper, die uns schon verfolgen, können sich bestimmt daran erinnern. Die sind auch in Griechenland und wir haben 7 Hundewelpen gefunden und haben die gerade hier in Messini ins Tierheim gebracht. Die sind ein bisschen traurig jetzt, weil sie am liebsten natürlich alle hätten mitnehmen wollen. Die müssen wir jetzt trösten. Super langweilig, ne? Aber wir haben Glück. Die Peggy von PS Camper Tours hat einen Kuchen gebacken. Und da die ja in unserem Windschatten stehen, kriegen wir da gleich was Leckeres zu essen. Peggy, hallo. Hallo. Stefan, hallo Helen, hallo Ben, wink mal. Winkt er mal? Wir sind es ja gar nicht gewöhnt. Guck jetzt nicht so begeistert hier. Naja, die Helen winkt, wunderbar. Ich hab halt schon den Kuchen. Weil die beiden sonst immer verhungern, haben wir gebacken. Ja, die Peggy hat gebacken und zwar Kuchen aus Norwegen, ne? Ja. Möhre Zimt. Göret-Kacke. Göret-Kacke, klingt irgendwie stärker. Das klingt ja lecker. Ja, wir haben ein bisschen blödes Wetter, deshalb sitzen wir draußen. Trotzdem freuen wir uns über die lieben Gäste. Ich hoffe, man kann es hören. Krass hier. Hey. Kuba, stopp! Echt windig hier.
Hurra, die Sonne ist zurück. Autowäsche auf Griechisch. Pass auf, dass ich nicht duscht dir. Aufkuba, sonst kriegst du eine nasse Nase. Ja, hi. Heute geht's weiter. Wir fahren jetzt zu den Polylimnio-Wasserfällen und hoffen, dass das Wetter da ein bisschen besser ist als in den letzten Tagen, wenn wir uns die anschauen. Endlich mal Regen, ja. Aber jetzt wird es schon langsam wieder genug. Haben wir ja schon 3 Tage immer mal wieder Regen. Bleibt doch so in den nächsten Wochen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Es ist schließlich Ende November. Leute, es wird mal wieder eng. Irgendwie landen wir immer mitten in den engsten Dorfstraßen. Sind allerdings auch die schönsten, wenn man sich das so anguckt. Ist ja ausgebaut hier. Hauptverkehr. Ich finde das ja klasse hier. Die riesen blauen Monster-Mega-Schilder und dann kommst du auf so eine Straße hier. Sieht aus wie ein Autobahnpfeil. Geht's denn da jetzt hinklopfen? Bei den Polymnio-Wasserfällen angekommen. Ein bisschen uneben hier das Gelände, sodass wir alle unsere Brettchen benutzt haben. Und ich glaube 4 Stück an der Zahl. Ich glaube, wir sind aber immer noch nicht gerade, oder? Cool, geh mal gucken. Aber ich würde sagen, wir wohnen heute in der 2. Etage, oder? Machen wir einen Check, das ist richtig hoch. Und Aufzug hier. Ist natürlich erst da runtergefahren. Und schaut euch das mal an, da hätte ich mich fast eingegraben. Da musste ich in der Tat nur eine Sperre einlegen, um da weiterzufahren. Wir haben beschlossen, jetzt direkt zu den Wasserfällen zu gehen, weil schaut mal das Wetter. Und das bleibt auch so bis heute Abend. Also nutzen wir das und auf geht's. Bin jetzt wirklich mal gespannt, wie steil das ist. Ob wir das mit dem Kuba überhaupt hinkriegen. Da sollen ja auch so Kletterpassagen sein, Coco. Ja, uns orientieren, wo es denn überhaupt jetzt zum Wasserfällen geht. Ich kann weder die linke noch die rechte Seite identifizieren. Da ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner. Das fängt schon geil an. Das ist wie in so einem Urwald hier. Ja, toll. Guck mal, ist viel Wasser heute drin, ne? Spassi, das Spaß hier. Papa holt dich. Erste Pool zum Schwimmen. Mir ist irgendwie heute nicht nach Schwimmen zumute. Kuba ist wahrscheinlich der Einzige, der heute hier schwimmt. Aber nicht, dass der uns da wegschwimmt, ne? Also auf, dass der nicht abtreibt. Mein Schatzbär. Komm hier rum. Nein, du musst da rum. Tobi, hier lang. Hopp, hier. Hi, super. Oh. Schaut mal, sieht das nicht aus wie ein Dschungel hier? Ja, der Dschungel ist direkt dagegen. Was sagst du? Indiana Jones ist ein Dreck dagegen. So, wir folgen weiter dem Wasser. Folge dem Wasser. Und irgendwann kommt der nächste Wasserfall. Der Tom hat gerade von da hinten irgendwo gerufen,
dass da der ganz große Wasserfall kommt. Das heißt, da muss ich auch noch durch. Okay. Also wenn sie dich hält, wird sie mich vielleicht auch halten. So, dann geh mal. Stopp, Kuba. Geht doch. Noch 220 Meter. Das werden wir wohl schaffen. Das schaffen wir. Noch eine Brücke. Sieht ein bisschen stabiler aus. Auf. Ah, durch den ganzen Regen kommt man hier ohne nasse Füße nicht weiter. Der Einzige, der es schaffen kann, ist der Kuba. Hier könnte ich vielleicht doch noch drüber, aber was soll's. Ich weiß auch gar nicht, wo es weitergeht hier. Kuba, komm zurück. Wir gehen zurück, Coco. Aufgrund der widrigen Umstände haben wir jetzt zweimal abgebrochen. Leider zwei von den fünf nicht gesehen. Ich fand die Nederpools schöner. Es ist schon ziemlich hart. Also mit Kindern oder mit Hund schwierig, wenn es nass ist. Weil ja. Es ist so glatt, man kriegt keinen Tritt auf den Weg. Na gut, war jetzt natürlich nicht die cleverste Wahl, weil es ja gerade die letzten Tage geregnet hat. So, zur Belohnung oder wegen der Enttäuschung, dass wir abbrechen mussten, gibt es jetzt einen traditionellen, ja genau, einen traditionellen Sesamkringel. Mm. Mm. Schmeckt so lecker. Ja, das sieht sehr lustig aus. Morgen machen wir noch einen Anlauf. Wir versuchen, den großen Pool zu erreichen. Die Krümels, wir sind ja so ein paar Schleckermäuler, ne? Und eben wollte ich in der Bäckerei mal wieder unsere heißgeliebte Bugatza kaufen. Gab's leider nicht. Dann habe ich gefragt, was es sonst noch Süßes gibt. Die nette Dame sprach auch sehr gut Englisch, deswegen hat sie mir da was empfohlen. Und das finde ich auch cool. Heute gibt es dann nämlich statt Bugatza etwas, das nennt sich Melo Macarona und ist traditionelles griechisches Weihnachtsgebäck. Sieht aus wie so kleine Brote. Und wird gebacken aus Mehl mit Honig und Olivenöl und dann noch mit Gewürzen wie Zimt und Orangensaft und manchmal auch irgendwie Orangenlikör oder sowas. Ich durfte auch eins probieren. Das war sehr lecker. Guck mal, jetzt haben wir wieder knalle Sonne und heute Mittag soll es wieder regnen. Wenn ihr Richtung Norden fahrt hier. So, es wird noch regnen? Ja, ab Mittag. Ihr habt uns versprochen, heute ist den ganzen Tag Sonne. Hab ich auch so verstanden. Es hat sich geändert. Ah, siehst du, deswegen... Die ganze Bande versucht jetzt, außer Kuba, über die Steine zu klettern. Da kommen sie alle. Wir haben ein Seil damit. Wenn der Tom unvernünftig ist und irgendwo runterklettert, wo er nicht mal hochkommt, dann kann die Kuckuck den da rausziehen. Oder was? An die Leine. Den kleinen. So, ich bin gespannt, ob wir da ankommen, alle. Also zumindest werden wir, wie ich denke, nasse Füße haben. Alle. Genau bis hier war ich gestern. Ich habe dann den Weg verloren. Ich glaube, der geht hier rechts weiter. Aber wir werden es gleich sehen. Da kommen die Camper-Tours. So, Iron Man. Das ist geil, ne? Sowas macht mir ja persönlich sehr viel Spaß, solange du dir nicht die Haxen triffst. Das stimmt. Es ist schon sehr rutschig, nass, feucht. Ja, aber gestern war es noch schlimmer, weil diese Steine waren nass. Ja. Dann hast du keinen Griff, dann haben wir hier abgebrochen. Der Einzige, der durchkam gestern, war Kuba. Ja, der ist weitergerannt. Ja, willst du vor? Du bist ja der Schnellste. Nö. Machen wir ganz ruhig langsam weiter. Guck mal, hier sind sogar Stufen. Die Kuppe geht sogar den schweren Weg hier. Hier sind Eisenstufen. So, sehr schön. Das ist der erste Pool von den beiden.
wir heute vorhaben. Hier könnte man auch schon schwimmen, Stefan. Ich würde sagen, du springst als erstes rein. Wir machen das gleich. We made it. Ich sag ja, man braucht immer einen, der einen anstachelt. Ja, reinschubsen kann ich. Seht ihr da hinten die Leiter? Da kann man hochklettern und von da runterspringen. Könnt ihr mal raten, ob ich das mache? Nein. So, Tom und Coco machen jetzt ernst und wollen auch ins nasse, 4 Grad kalte Wasser. Großes Kompliment, hätte nicht gedacht, dass du dich das traust. Ich mich auch nicht. Aber so hast es. Ja. Und wie kalt war es? Zeig mal auf einer Skala von 1 bis 10. Das kann ich aber, ich bin ja kein Mann, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber ich fand es gar nicht so schlimm wie gedacht. Aber schön ist es, ne? Also war schon kalt. Das ist ja immer so. Das war viel kälter als Neder. Aber cool. Kalt, aber cool. Sehr geil. Und jetzt hier draußen, weil die Luft wahrscheinlich wärmer ist als das Wasser, ist es gar nicht mehr kalt. Ich würde sagen, deutlich wärmer. Aber ich muss einmal rüber hier zu dem Hauptverpisser hier, der hat die Badehose nicht bei, sagt er. Ich hatte auch nicht vor. Aber es geht auch ohne. Das sind Warmduscher hier. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Osten, das sind die Harten. Nee, nicht alle. Kuba hätte das jetzt auch geschafft, wie man sieht. Ich ärgere mich total, dass ich den armen Kerl nicht mitgenommen habe. Was ist? Hier sind die Schönheiten der Natur. Wo? Ach, da oben. So, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich sagen, nach der Tortur, so schlimm war es dann gar nicht, weil es trocken war, konnte man ganz gut laufen. Und es war genauso schön wie Neda, ne? Also es gibt keinen Pro und anders, ne? Beides. Also ein bisschen weitläufiger, es sind ja mehrere Pools und Wasserfälle, kleinere und am Ende der große, den haben wir ja heute geschafft. Genau, der war auch sehr cool. Der war sehr cool. Also auf jeden Fall, wenn ihr hier seid auf der Peloponnes, Pelo-Limnio-Wasserfälle. Poli-Limnio-Wasserfälle. Daumen hoch. Genau, ich kann nicht, ich habe Kamera. Lecker Mittagessen. Mama Peggy hat gekocht hier, du. Ich will eine. Ich nehme eine. Ich mag gern Gemüsesuppe. Und ich hatte nur noch drei Kartoffeln. Guck mal, die kriege ich jetzt.